Schon sind wir im Mai angekommen, also in dem anderen Mai. Ihr kennt genau. Das ja, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, da geht es dann auch gleich los mit dem WDR-Hörspielspeicher, denn am 1. Mai kommt nochmal das Hibernat von Rolf Schönlau, der WDR-Produktion aus 2013. Die könnt ihr ab 1. Mai im WDR-Hörspielspeicher downloaden. Dann hatten wir euch schon mal angekündigt, dass es dieses Hörspiel geben wird. Und das kommt jetzt am 1. Mai, soll es denn rauskommen. Emil rettet Thüringen. Ja, das Hörspiel zum Bundesland von genau. Michael Kirchschlager im Knabe Verlag. Wird das erscheinen. Der Hörspielklasse der SRF Musikwelle, den wird es auch ab 1. Mai wieder geben. Wir sind gespannt, was da kommen wird. Wie gesagt, ihr habt dann den gesamten Mai Zeit, das Ganze downzuladen und im Anschluss das auch noch nachzuhören. Aber Download gibt es halt nur im Mai. Ihr werdet es finden, wenn ihr danach sucht. Dann nach dem doch gelungenen Auftakt mit diesen schönen beiden ersten Folgen gibt es den dritten Teil von Oscar Wilde und Mycroft Holmes zu hören, also die dritte Folge, Sonderermittler der Krone, mit dem Titel Das Geheimnis des Alchemisten bei Maritim. Da freuen wir uns. Ja, Du musst gewinnen ist ein Hörspiel von Michael Staufer, hatten wir euch eben im Radio-Teil schon erzählt. Das ist ab 4.5. auch zum Download verfügbar. Ja, dann wird es ja eine neue Holmes- und Watson-Reihe geben, die da heißt Sherlock Holmes und John H. Watson. Und das H steht für Hermes? Nee, wie war es? Es gibt doch zwei Theorien, oder? Ach so, ich habe gedacht, also bei Sherlock, bei der BBC, da wird doch Hamish ist es. Gibt es da zwei Theorien? Was ist die andere? Es wird bei Holmes, glaube ich, bei Arthur Conan Doyle nie irgendwie gesagt, was es ist. Und es echt? Dann, ist nicht Horatio? Aha. Bei der BBC gibt es ja diese eine wundervolle Folge, wo es bei der Hochzeit ist, das glaube ich, immer um seinen zweiten Namen geht. Und die Lösung des Falls ja dann auch damit zu tun hat, dass das jemand wusste. Ja, und es wird drei Folgen geben zum Auftakt bei Hermann Media. Hermann, aus Maritimzeiten noch bekannt. Und zwar Die Schatten von Albion, die zweite Folge der Avalon Ritus und die dritte Folge Die Silhouette des Windes. Ja, sind wir mal gespannt. Die Cover waren eher so suboptimal als Einstimmung. Ja, da wollten wir halt mit den Sprechern ein bisschen werben, die ja dann doch recht bekannt sind. Aber das war ja doch sehr altbacken, wie das aussah. Ja, das wirkt doch so nach inszenierter Lesung, wie damals gab es da von Maritim diese erste Folge, wo Rode und Kröger quasi dann nur quasi sich so die Bälle hin und her spielen. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm, ich weiß, was du meinst. Also ich weiß nicht, ob das hier darüber hinausgeht. Ich bin mal gespannt. Aber das Cover lässt so vermuten, dass das halt so ein, ja, erzählen Sie mal, Watson. Warten wir mal. Ich bin gespannt. Mhm. Ja, gespannt ist vielleicht zu viel. Wir werden es erleben. Ja, zwangsläufig. BR Hörspielpool, da gibt es ab 6.5. das Hörspiel Diktate von Michael Lenz zum Download. Dann gehen die Gespensterkrimis fleißig weiter. Es erscheint die Folge Nummer 8, die Blutbestie bei Contendo Media /Audionarchie. Dann gibt es eine neue Folge von Mindnapping, endlich wieder. Die Schwarze Witwe ist das neue Hörspiel, was auch am 6.5. erscheinen wird. Es hat ein neuer Autor sich eingefunden, Dennis Hendricks. Der hat bisher noch keinen Eintrag in die Audionarchie-Akten. Obwohl, es gibt auch nicht allzu viele, die mehrere Sachen geschrieben haben, oder? Raimund Weber hat doch die 2 geschrieben, die 9mm Erbschaft und die 7, das Geschwür, ist auch von Raimund Weber. Und hat Raimund Weber nicht noch eine geschrieben? Die letzte Wahrheit hat er auch geschrieben, genau, die 12. Das war das mit dem Bunker unter der Erde. Afrika. Genau. Aber sonst... Hat Simon X. Rost 2? Oh, du hast recht. Simon X. Rost ist Flutnacht. Und doch, du hast recht, die 3 Köpfe. 4 Köpfe, nicht 3 Köpfe. Also 4 Köpfe im Flutnacht ist von Simon X. Rost. Also so ein paar, okay. Aber ist überschaubar. Also die Schwarze Witwe. Markus Börner doch auch. Die 1 und die 3, stimmt, du hast recht. Und bei der Schwarzen Witwe steht, ich glaube, das hatten wir auch schon mal, ein Autor im Zentrum. War das nicht bei... Ja, das ist so diese berühmte Stephen King-Opener, oder? Mhm. Beim Schwarzen Vogel war das auch so, von Franjo Frankovic. Also ein bekannter Schriftsteller schon, dessen Vater stirbt und durch diesen Tod wird wieder konfrontiert mit seiner Vergangenheit. Er kehrt nämlich zurück in seinen Heimatort in Kanada und soll dort eben ein Erbe antreten. Aber der Hörer wird halt im Ungewissen gelassen, was es sich denn da jetzt handelt. Dann erfährt man als Hörer, wird man halt auch das erste Mal konfrontiert mit diesem merkwürdigen Ort und den auch merkwürdigen Bewohnern. Und ja, es ist halt so ein bisschen, dass man immer das Gefühl hat, da steckt hinter den einzelnen Bewohnern ist irgendwas verborgen und irgendwas merkwürdig. Denn dann kommen auch noch weitere Todesfälle hinzu, die das Ganze noch mysteriöser machen. Und ja, dann greift halt so die Angst in diesem Ort um und...
ja, man erfährt dann so nach und nach oder entschlüsselt sich als Hörer selbst nach und nach, was es denn jetzt auf sich hat mit diesem merkwürdigen Ort und den Toten. Ja, ein bisschen schwierig fand ich den Titel tatsächlich, weil der Titel ja schon so ein bisschen verrät, in welche Richtung es geht. Ja. Spoilert schon ein bisschen, ja. So ein bisschen zumindest. Also ja, obwohl man am Schluss dann ja trotzdem noch so ein bisschen überrascht wird. Das fand ich einmal das Problem. Und das andere, da habe ich aber, das ist irgendwie eine persönliche Animosität, glaube ich, von mir, die Art, wie die Geschichte erzählt wird. Aber das hängt ja auch quasi mit dem Schluss zusammen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja der. Ich hatte auch das Problem. Ich habe nämlich so mittendrin gedacht, das wäre eigentlich gar nicht schlecht, aber man hätte. So, was den Erzähleramt betrifft, hätte man das anders lösen können. Also, das hat mir während dem Hören nicht so gefallen. Wenn man natürlich den Schluss hört, dann ist wird es das natürlich schlüssig. alles wieder sinnig. Dann macht das auch Sinn. Und Insofern, da bin ich sehr zwiegespalten, muss ich sagen, was das anbelangt. Ist halt auch die Frage: Ist es gut, wenn das am Schluss Sinn macht? Oder ist es schlecht, weil es einem während dem Hörspiel, ich will nicht sagen, dass es einem das Hörspiel verleidet, aber es macht hat so einen kleinen negativen Punkt, also mindestens so ein Punkt, wo man denkt, ach, das hätten wir aber besser machen können. Weil es halt so indirekt wirkt, sagen wir es mal so, ja, so ein bisschen genau, während des Hörens. Also wie immer so bei Mindmapping, am Schluss gibt es einen Aha-Effekt oder einen schönen Twist oder beides und das rundet das dann schon wieder ab und versöhnt einen dann auch mit eventuellen Sachen, die dann da waren. Ja. Es war schwierig, da nicht zu spoilern. Nicht allzu viel zumindest. Wobei mit dem Titel lehnt man sich ja selbst schon weit aus dem Fenster. Das stimmt. Ja, aber an sich, also der Cast, den fand ich sehr geil. Also das ist echt der Knaller. Also Horst Stark zum Beispiel mal wieder zu hören, das macht schon Spaß. Auf jeden Fall. Und so ist also eigentlich alles in Ordnung. Ist halt jetzt im Vergleich zur letzten Folge zum Beispiel, die fand ich halt so geil, weil die so direkt war und so voll auf die 12 ging. Und gerade das bei der Folge so Spaß gemacht hat, das schlägt halt jetzt wieder in eine komplett andere Kerbe tatsächlich. Aber es hat schon so ein, ich will jetzt sagen, so ein typisches Mindmapping-Setting, aber dieses Einsamkeit oder beziehungsweise diese kleinen Einheiten irgendwo im Schnee, ist das so ein Thema, was immer mal wiederkommt, oder? Das stimmt, ja. So ein typisches Setting von Mindmapping. Ne? Das Stephen King wirklich, da hast du recht, ja. Ja, also ich würde es empfehlen, aber allerdings, wie du schon sagtest, also es fällt zur vorigen Folge ein bisschen ab, ja. Ja, wobei das aber ein bisschen fies ist, weil die ja richtig, immer noch richtig gut war. Genau, also könnt ihr euch sehr gerne gönnen, wieder mal. Ja, wo sind wir? Navigator heißt ein Hörspiel, was es auch im Mai geben wird. Das Ganze wird auch am 6. Mai erscheinen. Ist von Norman Liebold und Andreas Muhler geschrieben. Erscheint beim Label Wortpersonal, von dem ich bisher noch gar nichts mitbekommen habe. Ja, wie gesagt, ist ab 6.5. im Handel erhältlich. Juhu, am 6. Mai übrigens kommt ein Hörspiel, auf das wir uns schon ganz dicke freuen. Eine neue Folge Andi Maisfeld wird das Licht der Welt erblicken und die heißt Andi Maisfeld und der Fluch der Briefmarken. Das ist Folge 9, wenn ich es richtig im Ohr habe. Ja. Ja, geil, aus dem Nichts unbedingt so ein bisschen. Plötzlich kam die Meldung und wir freuen uns. Oh ja, dann eröffnen wir den PIDAX-Reigen. Ja. PIDAX bringt wie jeden Monat zuletzt drei Hörspiele raus. Und den Auftakt am 6.5. macht ein Hörspiel von Karl Richard Schon, nach Karl Richard Schon, WDR-Produktion aus 1965. Das zweite Motiv, Karl Richard Schon, kennen wir bei PIDAX schon von Fröhliche Weihnachten, das uns ja sehr viel Spaß gemacht hat. Das ist jetzt nochmal ein bisschen älter, das Hörspiel. Das Fröhliche Weihnachten war aus den 70ern, glaube ich. Unter anderem daran zu erkennen, dass Hans-Jörg Felmy mitgemacht hat, der, glaube ich, auch die Titelrolle spielt. Das ist der Mr. Dickens, genau. Genau. Wir hatten es ja schon mit Schriftstellern. Es geht wieder um einen Kriminalschriftsteller, der ja eine Schreibblockade hat und so ein bisschen vor sich hin sinniert und seine Frau ihm dann die Zeitung bringt frühmorgens. Ist ja in den 60ern, ne? Da bringt dann frühmorgens die Frau die Zeitung. Das ist auch schön, da wird auch wirklich der Zeitgeist so ein bisschen eingefangen. Ja, gerade was die Frau betrifft. Das ja, wird, doch sehr. Gegen Ende hin ja noch, stimmt. Noch viel Vogelwilder. Ja. Das stimmt. Ja, und in dieser Zeitung liest der Schriftsteller von einem Unglücksfall, was heißt Unglücksfall, von einem Mord, der bei Meilenstein 27 passiert ist. Auf einer Landstraße wurde ein Toter gefunden. Und ja, was macht er? Denkt sich, ja, vielleicht kriege ich eine Inspiration. Er fährt dorthin und gerät dort aber mit dem Gesetz in Konflikt, denn es kommt da zu merkwürdigen Verwicklungen, die dazu führen, dass er tatsächlich tatverdächtig wird, weil er den Toten kennt und der Tote bei ihm zu Besuch war und ein Erpresserbrief auftaucht, der auf seiner Schreibmaschine geschrieben wurde. Das wird halt so nach und nach sehr langsam aufgedröselt, wie das halt früher so war bei diesen größeren Mehrteilern.
Das finde ich aber auch das Schöne. Man lässt sich tatsächlich sehr viel Zeit und lässt auch diese leichte Atmosphäre, in die der Krimi so getaucht ist, der hat es so süffisant alles so ein bisschen und so locker erzählt. Also der Hauptdarsteller spricht auch sehr mit dem Zuhörer und erzählt quasi ihm so die Geschichte, die ihm passiert ist. Das finde ich halt sehr, sehr schön. Das gefällt mir total gut. Ja. Und das wird halt wirklich den kompletten Dreiteiler über auch durchgehalten, diese Art des Erzählens. Und das macht halt wirklich sehr, sehr viel Spaß, finde ich. Und ja, wie so nach und nach sich so die Schlinge um ihn zuzieht und die Lage immer auswegloser wird und er aber trotzdem immer ruhig bleibt und letztlich dann auch, das ist jetzt kein großes Geheimnis, glaube ich, diesen Fall löst. Toll. Fand ich sehr, sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. Also Leute, die so ja alte, locker erzählte Radiokrimis mögen, für die ist das ein Fest. Unbedingt. Also es gruselt so ein bisschen, auch wenn es in England angesiedelt ist. Aber das macht total Laune. Also gerade diese schöne 60er-Jahr- oder 50er-Jahr-Atmosphäre, die da transportiert wird mit dem sehr schrägen Frauenbild. Das ist wirklich gut. Also das ist am Anfang schon, als diese Frau auftaucht, wo man denkt, oh Gott, was denn? Und dann am Ende hin, das ist schon... Ja, speziell. Und also das hat schon sehr viel Charme. Und also ich würde euch das dringend ans Herz legen wollen, ja. Unbedingt. Solltet ihr dringend hören. Macht Laune. Und schön ausgegraben wieder. Ja, das wäre auch sowas, was total an mir vorbeigezogen wäre. Das hätte ich wahrscheinlich nie zu hören bekommen. Mhm. Dann soll es bei Winterzeit den ersten Teil eines Zweiteilers in der mehrteiligen Serie Raumschiff Orion. Nee, Quatsch, Raumschiff Orion. So Gott, ähnlich. Wird alt. Raumschiff Promet heißt das Ganze. Da wird es den fünften Teil geben. Das wird ein Zweiteiler. Dunkle Energie, Teil 1, Diener der Zukunft heißt das Ganze. Soll am 6.5. erscheinen. Man weiß es nicht so genau. Also das ist jetzt, ich weiß nicht, wie oft schon verschoben worden. Aber wir sind gute Dinge, dass es am 6. Mal dann vielleicht doch das Licht der Welt erblickt. Sollte nicht Raumschiff Orion jetzt nochmal verfilmt werden oder verseriend werden? Irgendwas war dabei. Ja. Ja, dann wieder ins Radioprogramm. Im WDR-Hörspielspeicher gibt es ab dem 6.5., hatten wir euch erzählt, Wüstenratten von John Gradwell zu hören und downzuloaden. Ja, ebenfalls schon im Radioteil erwähnt, 6440 Hörspielvariation über ein Thema von Federico Fellini. Das Ganze ist beim SRF downloadbar ab dem 7.5. Da gab es auch noch was Neues bei Oettinger Audio. Und zwar hat Martin Balscheid ein neues Hörspiel geschaffen. Und zwar Krähe und Bär. Der, so wird es auch, glaube ich, angekündigt, der inoffizielle Nachfolger von Nur ein Tag. Hat aber mit Nur ein Tag also inhaltlich wenig zu tun, außer dass es auch um Tiere geht. Und zwar diesmal, ihr kommt nicht drauf, um eine Krähe und einen Bären. Hochinteressant ist, dass das Ganze verkörpert wird von zwei Sprechern, also einer Sprecherin, Lina Beckmann, und dem uns ja schon bekannten Charlie Hübner, der ja auch bei Nur ein Tag schon gerockt hat. Und die zwei sind verheiratet, was das Ganze nochmal ein bisschen spezieller macht, finde ich. Stimmt, ja. Das ist echt lustig. Und die zwei agieren halt auch so grandios zusammen, das ist, ich fand's herrlich. Die Geschichte ist halt komplett anders. Ich weiß nicht, bis zu was von einem Alter man, oder ab was von einem Alter man das so richtig rafft, aber das Schöne ist eigentlich letztlich, nachdem man es gehört hat, auch, dass es viele Altersgruppen im Endeffekt ansprechen kann und viele unterschiedliche Sachen draus ziehen können aus dieser Geschichte. Das denke ich auch, ja. Also es ist für Erwachsene interessant, weil es ganz viele philosophische Fragen stellt und zum Teil auch Antworten dazu anbietet zumindest. Für Kinder ist es interessant, weil es eine wirklich schöne Geschichte über Freundschaft ist, die auch, ich denke mal, auch schon recht junge Ohren hören und auch verstehen können. Ja, also in diesem Grundthema. Genau, ja. Also generell geht's los damit, dass eine Krähe am Ertrinken ist in einem Bärgehege im Zoo. Und der Bär, also man hört der Krähe quasi zu, wie sie am Ertrinken ist und unter Wasser ist. Schön umgesetzt, fand ich. Und dann greift der ja etwas trantütige, in seinem alltäglichen Trott verhaftete Bär halt doch ins Wasser rein und rettet die Krähe vor dem Ertrinken. Und dann rückt die Krähe quasi jeden Tag den Bär auf den Pelz und nervt ihn im Endeffekt. Ja. Und bringt ihn so ein bisschen aus seinem Alltag raus. Weil die Krähe in Freiheit lebt, zwar allerdings alltäglich um ihr täglich Brot zu kämpfen hat. Beim Bär ist die Situation genau umgekehrt. Er lebt nicht in Freiheit. Er lebt in seinem Gehege in diesen paar Quadratmetern, kriegt aber jeden Tag zu essen. Und so ist von beiden Seiten das Bedürfnis nach dem, was der andere hat, da.
Und da kann man sich schon denken, ja, es geht dann tatsächlich auch in die Richtung, dass die beiden mal die Rolle tauschen. Ja, aber es ist halt irgendwie viel mehr drin. Ja. Und das ist halt in diesen Gesprächen zwischen den beiden wird das halt rausgekitzelt. Sehr, sehr schön fand ich auch, wie langsam das vonstatten geht, dass die zwei sich näher kommen. Weil oft ist das Ja, in so Kindergeschichten, dass geht sie das dann dann so sofort sich hochlauf, ja, anfreunden und genau, da, alles das Friede, dauert Freude, halt wirklich. Eierkuchen, ja. Ist halt ein Bär und eine Krähe. Also, ist jetzt nicht so, dass die sich von Natur aus gleich ja, anfreunden normalerweise. Und das spiegelt sich halt schön wider. Und also aber die Ja. wirkliche Sensation fand ich halt, dass das Zusammenspiel zwischen den beiden fand ich so grandios. Also vor allem Das ist Lina auch richtig Beckmann gut. als Krähe ist der Knaller. Ja. Herrlich. Es hätte auch Und fast gereicht, weil es gibt noch ein paar andere, kleinere Rollen, die es meiner Meinung nach auch vielleicht gar nicht gebraucht hätte. Also ich finde, man hätte die Story auch mit diesen zwei erzählen können. Das Einzige ist halt mit dem Bär, dass der halt draußen Erfahrungen macht. wobei Robert Missler als Ja. Ratte fand ich auch sensationell. Ja, stimmt. Der Ja, Arme. der Arme, ja. Das Ganze ist auch wieder eingemantelt in schöne Musik. Ja, also fand ich wieder herzerfrischend schön und mal wieder irgendwie was ganz, ganz Spezielles. Auch wenn es jetzt Ja. vielleicht von der Geschichte her diesen genialen Kniff von nur ein Tag vielleicht nicht hatte, aber es ist trotzdem wunderschön. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich bin auch sehr dafür, das zu loben. Also ich will es auch hiermit tun. Kauft euch das. Ey, es ist wirklich toll. Und es ist falsch, das als reines Kinderhörbuch oder Kinderhörspiel einzusortieren. Also das ist wirklich auch was für Erwachsenenohren, weil man da wirklich aus dieser Fabel viel rausziehen kann. Und ich fand es total toll. Es regt durchaus zum Nachdenken an. Tut Und es. das soll es ja auch. Prima. Ja, nach Grey und Bär wechseln wir nach Hamm. Die Task Force Hamm, die ist ja sehr hoch im Kurs bei vielen Hörern. Die Radiotatorte der Task Force Hamm wird es auf CD geben. Und zwar kommt das Ganze bei Schall und Wahn raus. Und die sind, glaube ich, im Vertrieb vom Audioverlag, oder? Also jedenfalls bei Schall und Wahn erscheint das Ganze. Das sind die 8 Radiotatorte. Ja, muss man zu Hamm noch viel sagen? Ich glaube nicht. Also hören, Nee. hören, hören, kaufen, kaufen, kaufen. Ist Auf echt. jeden Fall. Wer die Dinge, die Schätzchen im Regal haben will, zugreifen. Das ist Jo. alle klasse. Dann ab dem 11.05. gibt es dann auch den aktuellen Radiotatort, die 99 Traumhochzeit von Tom Peukert, auf den diversen Portalen, unter anderem www.radiotatort.de. Ja, dann was ganz Interessantes bei Lübbe Audio. Andreas Eschbachs Das Jesus-Video wird es als vierteiliges Hörspiel geben. Das erscheint komplett, also alle 4 Teile, am 13.05. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Ja, ich Also auch. man merkt ja schon im letzten Jahr, es tut sich einiges auf dem kommerziellen Markt. Viele Labels kehren zurück zum Hörspiel. Lübbe Audio hat jetzt auch wieder eine Produktion ausgegraben. Und ja, das finde ich schon klasse, dass man sich das wieder traut. Und dann das Jesus-Video ist auch wirklich ein interessanter Stoff dafür. Ich bin gespannt. Es wird auch den Jesus-Deal geben. Der kommt, ich glaube, im Juli dann raus. Ja, ich freue mich drauf. Oh Bin ich ja. sehr gespannt. Dann gibt's 3x3 wieder zu hören. Die drei Ausrufezeichen, fangen wir mit den Mädels an, am 13.05. Das ist also Freitag der 13., oder? Ja. Nee, da gibt's die Folge 43, Nixon-Sommer. Ja, dann die Senioren, die drei Das ist die Fragezeichen. Präsidentenvariante. Folge 181, das Kabinett des Zauberers, ein Hörspiel von André Marx. Cool. Und die drei Fragezeichen Kids, die 51, Tatort Kletterpark. Juhu. Ja, Ja. am 13.05., dem noch nicht genug, gibt es auch eine neue Folge von Heliosphere 2265, die Folge 6, die Bürde des Captains. Es geht jetzt auch irgendwie flott gefühlt. Oder Ja, es flotter, geht ganz schön ne? schnell Nach jetzt, einer ja. Pause. Ja, dann neues Hörspiel vom Ohrenkneifer. Da freuen wir uns sehr. Iris von Sven I. Hüsken. Es geht um ein Raumschiff. Also Science-Fiction-Hörspiel. Ohrenkneifer überrascht uns doch immer wieder mit ja, diversen Genres. Und also Ja. ich freue mich, also gerade nach den letzten tollen, tollen, tollen Sachen, die kamen, freue ich mich total drauf. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, John Sinclair geht auch weiter mit Folge 108, Satans Knochenuhr. Ich bin sowas von gespannt. Das Ganze wird auch am 13.05. erscheinen, genau wie die 4 Folgen aus der Tonstudio Braun-Ära. Und zwar Hügel der Gehängten, der Würfel des Unheils, der Leichenbrunnen und im Land des Vampirs den ersten Teil. Ich komme nicht über die Knochenuhr hinweg. Gab es nicht schon die Teufelsuhr mal? Teufelsuhr gibt es Ist auch. das die Das Rache ist der eine Teufelsuhr? der Ist meiner schlimmsten Kindheitserinnerungen. die Tonstudio-Braun-Variante? Die Tonstudio Braun, die hat mich dermaßen weggeruselt. Das habe ich, Tja. glaube ich, schon 14 Mal erzählt in 12 Nee, Podcasts. einmal hast du es erzählt. Ehrlich. Jo, apropos John Sinclair. Am 13.05. gibt es auch eine Neuoffenbarung 23, die 64, der schwarze Tod. Ja, und gleich Das die ist die Pest 65 noch wahrscheinlich. dazu mit dem Titel Reichtum. Da geht es auch ganz schön ab momentan bei Offenbarung 23, oder?
Jo, dann mal gucken, ob sie erscheinen wird. Am 13.05. soll es auch eine neue Folge von Potts Blitz geben, die Zauberakademie Nummer 4, Verschwörung der Schatten. Bei Omantro Audio wird Sherlock Holmes & Co. Folge 23, Tödliche Trauben, erscheinen, und zwar auch am 13.05. Und auch am 13.05. eine neue Folge von Team Undercover, die Folge 17, Die Spur des Bären. Ist das diese Crossover-Folge oder ist die letzte die Crossover-Folge? Oh, es wird doch eine Crossover-Folge mit Morgan und Bailey geben. Das kann auch sein, dass das die jetzt ist. Wir werden hören. Ich guck. Du guckst. Dann erzähle ich noch, dass Raue Schrotts erste Erde-Epos Nummer 10 ab dem 14.05. im BR-Hörspielpool landen wird. Sex und Symbiose. Dann gibt es auch ein neues Hörspiel im Hörspielspeicher des WDR. Und zwar Screener von Lukas Derike. Ist das ein deutscher Name? Lukas Derike oder Lukas Derrick? Man weiß es nicht. Das Ganze ist jedenfalls im WDR-Hörspielspool ab dem 17.05. Dann das wundervolle Hörspiel Die Infektion. Das ist komisch, wenn man das so zusammen sagt. Den ersten Teil, Die Infektion, von Robert Weber, das uns ja große Freude bereitet hat, gibt es im WDR-Hörspielspeicher ab dem 19.05. wieder. Anhören und downloaden. Unbedingt. Ebenfalls einen zweiten Teil gibt es von Doberschütz und der Krieg der Generäle, also beziehungsweise von Doberschütz. Doberschütz hatten wir ja im letzten Jahr ganz schon mal toll, erwähnt. Das war ganz, super ganz großartig. Großartiges Hörspiel von Tom Peukert, und jetzt gibt es also quasi den Nachfolger, Neuproduktion, und die ist ab dem 20.05. im WDR Hörspielspeicher zum Download verfügbar. Sehr geil. Ja, das ist wirklich grandios gewesen. Apropos, wir machen weiter mit PDAX. Am 20.05. kommen zwei weitere Hörspiele bei PDAX raus. Unter anderem ein Hörspiel nach dem Roman von James Hilton, Der verlorene Horizont, WDR-Produktion aus 2001. Ein Mehrteiler, ja, in dem es um Shangri-La geht, den Ort, den es damals, als der Roman erschien, nicht gab, der quasi vom Autoren erfunden wurde. Ja. Der dann danach quasi errichtet wurde. Es ist so schräg eigentlich. Ja. Das ist eine sehr verzwobelte Geschichte letztlich, die losgeht, ich versuche das mal aufzudröseln, es ist nämlich eine Geschichte in der Geschichte quasi. Also es geht um drei Leute, die sich treffen und über einen vierten sprechen, sagen wir es mal so. Ja, das Problem ist, diese Rahmenstory ist irgendwie, ich weiß nicht, also mich hat taucht ja auch nur am Anfang total gestört, weil die das Ding unnötig kompliziert macht. Die taucht ja eigentlich auch nur am Anfang auf. Ja, die taucht am Anfang auf und mehr kommt, also das war wirklich das, was mich da mehrfach hat stolpern lassen. Also ich kam tatsächlich über diese erste Viertelstunde erstmal nicht hinaus. Ich musste das mehrfach hören, als es dann plötzlich in Shangri-La losging. Da wird das Ganze großartig. Dann total griffig, total, wird auch geradliniger erzählt. Das ist dann richtig, richtig gut. Ja, also ist wirklich sensationell, wie halt also dieses merkwürdige, ja, es ist ja nicht wirklich buddhistisch, aber irgendwie schon buddhistische Kloster beschrieben wird, in dem eben Westler wohnen. Und dieses Kloster halt hat halt so eine ganz krasse Tradition. Die Leute, die da wohnen, sind unheimlich alt und spielt Philosophie mit rein. Zeitgeschichte spielt sehr mit rein. Es geht um die 30er Jahre und natürlich den Krieg. Also es sind einfach unglaublich viele Aspekte, die da mit reinspielen. Und dann diese sensationelle Atmosphäre. Das ist so geil verhörspielt. Das fand ich grandios, wirklich. Ja. Und toll besetzt und gespielt. Also ganz tolles Ding. Wobei man wirklich sagen muss, am Anfang, das ist wirklich ein bisschen merkwürdig, bis man in einer Geschichte drin ist. Aber man braucht sich auch nicht dran stören. Also selbst wenn man diese Viertelstunde nicht irgendwie überlebt und da denkt, man hätte den Faden verloren. Egal, weiterhören. Man kommt dann schon irgendwann rein. Dieser Auftakt, den hätte es meiner Meinung nach so nicht gebraucht. Das hätte mir irgendwie vielleicht anders. Also das ist vielleicht das einzige Merkwürdige an dem ganzen Hörspiel. Ja, eigentlich ist es merkwürdig, ist eigentlich das ganze Hörspiel. Aber das in einem sehr positiven Sinne. Das ist wirklich eine total interessante Story, ja, die einen so in Band zieht, obwohl eigentlich ganz wenig passiert da drin. Also so tatsächlich. Es wird ja nur das Klosterleben geschrieben, so, eigentlich. Die Atmosphäre und dieser philosophische Anteil, der drin ist, das trägt so dieses gesamte Hörspiel, ohne dass tatsächlich in der Handlung jetzt Wesentliches passiert. Erst als dann aufs Ende zugeht und wo es dann um die Zukunft des Klosters letztlich geht, da kriegt das Ganze dann so einen Dreh, wo dann die Hauptfigur noch mehr in den Mittelpunkt rückt. Das ist großartig. Also kann ich nur allerwärmstens empfehlen. Also war ich total gebannt von, wirklich. Und konnte nicht mehr aufhören zu hören. Das war großartig. Ja, was ich auch total großartig fand, war der vierte Platz von Horst Münnisch. Horst Münnisch war Prozessakte Vampir, oder? Ja.
Da kennt man ihn schon mal her von der PIDAX-Produktion, die vor einiger Zeit schon mal am Markt erschienen ist. Ja, im vierten Platz geht es um eine Mutter, die in einem Gut in den Ostgebieten von Nazi-Deutschland lebt. Ja, die Russen kommen diesem Gutshof näher und sie flieht. Und das Problem ist, zwei ihrer Kinder kommen abhanden. Und ja, es geht also quasi in diesem Hörspiel dann quasi nur darum, wie sie nach Ende des Krieges versucht, diese Kinder zurückzubekommen. Das gelingt in einem Fall, in dem anderen eben nicht so wirklich. Und das zieht sich dann über einen längeren Zeitraum hin. Ich fand das total spannend, weil das halt so wirklich so eine Situation, die man so irgendwie gar nicht auf dem Schirm hat. Also diese, ich sag mal, diese Phase und diese Schicksale, die so in diesen Grenzgeschichten, also diese Flüchtlingswelle und so, das kennt man so im Groben, war das mal Thema, aber so richtig in den Details hat man das nie so wahrgenommen. Irgendwie war das immer so ein Thema, was so von dem großen Hitler-Nazi-Deutschland-Komplex total überlagert wurde. Und gerade diese Zeit nach dem Krieg ist tatsächlich so ein bisschen, ja, schlecht beleuchtet, würde ich mal sagen. Und Also zumindest kommt mir so vor. diese deutsch-polnische Beziehung, diese ganz, ganz schwierige, das fand ich auch sehr, sehr spannend, wie das beleuchtet wird und beide Seiten. Ja, und das auch irgendwie so relativ neutral erzählt wird. Also man steht zwar auf dieser Seite von, aber hat auch immer so ein Verständnis für alles andere, was da passiert. Also das ist so, fand ich wirklich großartig, muss ich sagen. Und das ist wirklich, ich würde sagen, das ist ein absoluter Tipp wert. Es ist wahrscheinlich nicht für jeden was, weil das halt ja thematisch wahrscheinlich nicht jeden ansprechen wird, aber also ich fand es grandios. Ebenfalls. Ja, tolle Sachen rausgesucht. Auch sehr, sehr speziell, wirklich in Ja, ganz viele verschiedene ganz, Richtungen. ganz totale Bandbreite, also Ja. dass man das sieht, also von dem relativ schnöden Krimi, wenn man es mal so abwertend bezeichnen will, der aber total unterhaltsam ist, hin zu dem Shangri-La, was ein ganz anderen, ganz neue Hörspielfeld ist, also wo man so gar nichts mit zu tun hat, bis zu diesem zeitgeschichtlichen Ja. Dokument. Also wirklich tolle Mischung. Aber alles wieder, nur halt Ja, aus diversen Zeiten. die können sein, ja. Ja, zu was Neuem. Beim Maritim gibt es eine neue Serie im Februar, im April hat man bereits gestartet mit dem ersten Teil der Reihe Twilight Mysteries und im Mai kommt schon die zweite. Folge 2 heißt Thanatos und wird am 20. Mai erscheinen. Da werden wir vielleicht später noch mal ein bisschen drüber sprechen. Das kann gut sein. Könnte sein. Ja, dann Raul Schrott, erste RTE-Post Nummer 11, Autopsie, gibt's ab dem 21.05. im BR-Hörspielpool. Ja, ab dem 24. gibt es im WDR-Hörspielspeicher das Hörspiel Bad Salzuflen weltweit von Christian Möller und wer war es noch? Sag ich schnell. Heiko Heiko Bär, Bär. genau. Eine WDR-Produktion aus 2012, die ihr nochmal dann downloaden könnt ab dem 24. Mai. Ab Genau. dem 24.05. dann das erste Mal auf CD. Das hast du ja mit wehenden Fahnen vorgestellt. November 1918, Karl und Rosa von Alfred Döblin, SWR NDR Koproduktion 2015. Beim Hörverlag wird es das dann auf CD Also geben. wer einen Blick in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, also in die unmittelbare Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, ist November 1918 sowohl der erste Teil, den gibt es ja schon ein bisschen länger auf CD, und jetzt Karl und Rosa, also quasi der zweite Teil des Werks von Alfred Döblin, der kommt dann am 24. Mai. Ja, solltet ihr dann hören, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Und ab dem 24.05. wird es dann auch parallel zur Ursendung oder in der Nähe Die der Ursendung ist, Ursendung? glaube ich, im Juni. Im Juni. Ach, vorher dann schon. Interessant. Ja. Beim Hörverlag auf CD geben Siddhartha, eine Umsetzung von Koppelmann, Hermann Hesses Geschichte, beim HR produziert in einem dicken Dreiteiler. Ja. Sind wir doch mal sehr gespannt. Ja, ist schon eine Hausnummer. Da bin ich dann mal gespannt, obwohl Hesse, haben wir ja schon mal gesagt, ist immer so ein bisschen dran ausgewachsen. Ja, es gibt noch ein SRF-Hörspiel, das zusammen mit der Hochschule für Künste in Bern produziert wurde. Schrank heißt das Ganze und das wird es ab dem 25.05. im Radio zum Download geben. Also im Radio geben und dann zum Download. Und am 26.05. gibt es dann auch den zweiten Teil der Infektion, die Insel, wieder im WDR-Hörspielspeicher. Tolles Hörspiel von Robert Weber aus 2014. Anhören, downloaden, anhören, downloaden. Ja, und wenn ihr schon, also ihr könnt jetzt mal so denken, also die nehmen die Infektion den ersten Teil ins Programm, die nehmen den zweiten Teil ins Programm. Vielleicht kommt ja im Juni der neue dritte Teil. Wer weiß es nicht. Aber könnt ihr schon mal so ein Kreuz beim 2. Juni machen. Ja. Cool.
Ja, Robert Weber, es bildet gerade eine riesen Fanbase, habe ich so den Eindruck nach Kilroy, der ja doch bei vielen dann doch auf positives Echo stoßt und Es ist aber auch geil. Also ich habe es ja ja. auch mit Freuden dann gehört. Auch wenn es wirklich ein bisschen, ja, ist platt würde ich jetzt nicht sagen. Es ist halt so schnell, dass man quasi so drüber, zack, hinweggeht. Wie Hage Francis früher irgendwie Ja. gefühlt. Zack, drüber. Aber ich finde es total interessant, weil das halt Ja, so ist es. schöner, wenn so Offenbarung 23 wäre, wäre Ach alles gut. Gottchen. Wäre die Welt in Ordnung. Tja. Ja, apropos dicke Produktion im Radio. Nochmal Koppelmann, Manhattan Transfer, den hat er auch bearbeitet für Deutschlandfunk und SWR. Das ganze Ding ist rund 300 Minuten lang oder wird 300 Minuten lang sein, wenn es dann fertig ist. Es ist nach dem Roman von John Dos Passos und ist eine ja, Neuproduktion, also die größte Neuproduktion des SWR in diesem Jahr. Wir haben ja immer eine große Radioproduktion und die wird es im Handel geben ab dem 26.05. Dann, das hatten wir euch tatsächlich schon vorgestellt, wird es am 27.05. bei Headroom aus der wundervollen Reihe Abenteuer und Wissen was Neues geben, nämlich Mission im Weltall von Maya Nielsen. WDR-Produktion aus dem vergangenen Jahr, das wir euch ja vorgestellt hatten, basierend auf diesem Gespräch Maya Nielsens mit Alexander Gerst und Jänik. Genau. Jänik. Das habe ich aus Jän und Jänike Jänik gemacht, um Himmels Willen. Der kommt so oft bei uns vor, obwohl er nur einmal quasi vorgekommen ist, Ja, derjenige. zum Glück. Das ist echt merkwürdig. Naja, also es geht nicht um den Schauspieler. Wir sind wieder beim Orcas-Bashing angelangt. Ja, Schlimm. keinen Monat ohne. Ja, eine neue Folge Asterix wird es auch geben. Asterix auf Korsika, das ist Folge 20 aus der Asterix-Reihe bei Karussell, auf die wir uns auch freuen. Oh Das ja, finde oh ich sehr ja. schön. Asterix ist wirklich, sind tolle Hörspiele. Auch am 27.05. eine neue Folge der Playmus nach dem nicht so ganz tollen Jubiläum. Die 51, die Playmus im Fußball. Oh Gott, Fußballfieber, Das die macht. EM rückt näher. Oh. Ja, ich habe schon Angst. Ich erwarte schon, dass auf die drei Fragezeichen wieder. Ja, und die Teufelskrieger machen bestimmt auch eine Fußballfolge. Das wäre mal eine Abwechslung. Aber wir sollen doch nicht mehr über die Teufelskriege reden. Das tun wir auch. Nee, stimmt, das machen wir noch nie. Nein. Das ist selten. Also Das ist echt man gehen selten. wieder aufs Klo bei Ruf. Aber ja, Playmus machen wir. Genau, Playmus 51. Geisterschocker, Folge 62 wird es auch geben. Der Fluch des Geistes. Das war ein origineller Titel für eine Geisterschocker-Folge. Das Ganze ist von Bob Collins und kommt auch am 27.05. in den Handel. Genauso wie zwei neue Folgen von Lady Bedford, die 90, Lady Bedford und die Rache des Zinkers, na, da wollest's ja ein bisschen, und die 91 und das Geständnis des Richters, beides beim Hörplaneten. Ja, eine neue Folge, Professor van Dusen, die neuen Felge. Die neuen Fälle. Das ist ein witziger Titel. Folge 6, Professor van Dusen erschlägt sich selbst. Das ist echt witzig. Dann Sherlock Holmes, die neuen Fälle, gibt es auch eine neue Folge. Die 25, kleines Jubiläum. Die 17, Salutschüsse. Ja, bei Dreamland wird es Tony Ballard Folge 24 geben, in den Klauen der Knochenmänner. Ach, schön. Und nochmal 27.05. Beim Schweizer Radio DRS wird es was geben. Und zwar eine Produktion aus 2006. Romano Kuons. Zleit und Zro. Das Wort kann man nicht aussprechen. Das Das ist geht nicht. unmöglich. Das geht nicht. Zum Trotz soll es wahrscheinlich heißen, aber Ja. das ist. Also Gott. lest es, aber versucht es auszusprechen, es funktioniert nicht. Das macht nur ein Bildschirm was. Dann Raoul Schrott, Erste Erde-Epos, Folge 12. Die wird es auch geben. Autopsie, Teil 2, ab dem 28.05. im BR-Hörspielpool. Und dann soll's, Takimo-Freunde, aufgepasst, eine neue Folge von Takimo geben mit dem Titel Roulette. Das erscheint dann irgendwann im Mai. Ich freue mich sehr wie immer auf Takimo. Und damit sind wir auch durch den Mai. Also nee, also wir müssen ja noch mal ins Radio zurück. Das machen wir dann jetzt gleich. Genau.